Schritte gehen, du stehst auf dem Flügel. Ja, wir haben gerade unsere Waldfee verloren. Oh, die Waldfee. Ja, holla, habe ich auch gedacht. Ich baue da mal ganz kurz ein Bett, dann kannst du wir tamen. Spawnen. Warte. Ja, wir tamen. Ja, ich habe nur gerade meinen Mod-Bescheid gegeben, weil ich jetzt auch mit streamen werde. Ja, kannst du gerne machen. Wie gesagt, kannst du in deinem Stream dann sogar mal ein bisschen Werbung machen, was du gerade auch. Natürlich, also ich habe ihm alles erklärt, ich habe ihm auch gesagt, er soll ein bisschen Werbung machen und dies und jenes und ich habe ihm das erklärt. Der wollte jetzt nicht gerade auf den TS kommen, aber ich bin gesagt, dann mach das doch mal bitte und dann gesagt, ja, mach ich, ist kein Problem, ich bin dabei. Da haben wir kein Problem mit, wenn du gerne auch von hier aus ein bisschen streamen möchtest. Ja klar, also ist ja was geil, ihr seid geil. Haben wir kein Problem mit, oder? Naja, er macht auf jeden Fall Werbung mit Akrobaten. Alles gut eben. Wir sind da. Also nee, ist auf jeden Fall Werbung für Akrobaten, ne? Also das macht gerne, das ist auf jeden Fall cool. Der Server ist, ich find's cool, ich find euch cool. Ja. Deswegen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Oh, dankeschön. Das ist doch in Ordnung. Ja, ich hab wirklich, das kann Komo bestätigen, das kann Deadman bestätigen. Ich war ein bisschen nervös vor diesem Stream, ehrlich. Ja. Aber kein Grund dafür gehabt. Das war echt super jetzt. So, ich glaube, ich habe gleich ein Bett fertig hier. So. Also wir haben schon ein paar Leute, ein paar richtig coole Hütten gebaut. Wo man hier überall aufwachen kann, ist ja unglaublich. Ja, Till, kannst bald mitzocken, wenn du deine Grafikkarte hast. Dann kommst du hier auf den Server und dann machst du auch mal so eine Taming-Runde mit uns. Oder Sterberunde. Oder kaputt gehen, ja. Fetch, ich brauche noch ein bisschen Fetch, dann kannst du gleich hier spawnen, Waldfee. Ja. Komo, hattest du das mitgekriegt? So, bevor ich den Streaming starte, würde ich dich bitten, eventuell ein bisschen anzusprechen, wenn ich sage so, ey, ich bin auf dem Server von ne, euch. Ja? Das wäre cool, wenn du das mal ansprechen würdest. Wenn ich Server, ich bin so. Sag einfach nur mal jetzt. Ja, ja genau, richtig. Das wäre cool, wenn du einfach nur mal ne, das ansprichst. Ja klar, dann bring mich einfach ins Spiel, dann spreche ich dir das an. Das ist ich sag einfach nur jetzt und dann machst du es. Dann passt schon. Ja, sprechen kann er. Ja, ja klar, natürlich. Also, das macht er ganz gut. Okay. So. Jetzt. Ja, dann sind wir hier auf dem Akrobaten-Server. Auf dem Akrobaten-Community-Server. Und der Unique-TV ist auch bei uns. Richtig, ich bin auf den Akrobaten-Server und der Server, der ist recht cool. Ist ein PvE-Server und ja, ich bin seit heute dabei. Und mein Mod, der Deep Web, wird euch alles weitere erklären dazu. Ich habe ihn darüber gesprochen. Ist ein recht geiler Server. 60 Slots hat der Server, soweit ich das gesehen habe. Ja, ist richtig. Ja. Ja. Der Server ist auf jeden Fall richtig nice. Die Teammitglieder auf jeden Fall auch. Also die Akrobaten. Ich werde später einen Link euch senden. Oder beziehungsweise mein Mod. Und dann könnt ihr mal auch beim Stream zuschauen. Beziehungsweise gleich. Und dann wäre es auf jeden Fall richtig nice, wenn ihr mal dazu kommen würdet. Da einfach mal zuschauen würdet. Das ist auf jeden Fall, also ich würde mich freuen und ich glaube auch die Akrobaten, die würden sich darüber freuen, sicher. Wenn ihr dazu joint. Sicher, sicher, auf jeden Fall. Wir sind über jeden Community Zuschauer und Mitspieler sind wir begeistert und freuen uns echt drauf. Wie gesagt, alle sind herzlich willkommen. Und willkommen wäre das jetzt auch, wenn wir Deadman wieder irgendwo finden würden. Ich kann nämlich das Bett bauen. Ach so. Okay, Moment. Ich habe gerade versucht, den Spino noch ein bisschen zu pullen, dass der vielleicht wieder herkommt, aber... Ja, und Waldfee verrottet in der Grotte, oder wie? Nein, das wollen wir doch. Ein wenig. Ja, okay. Ja, der Spino, der ist, okay, der braucht mal ein bisschen Narcotics, glaube ich, hier, ne? Drückst du da was rein, Unique? Ich habe Narcotics reingepackt. Ich habe keinen Narcotics gerade dabei. Ich habe im Spino sind welche drin. Okay, Moment. Ich meine, dass da welche drin sind. Notfalls, ich habe noch was dabei. Ja, ist was drin. So. Okay, dann, Mia. Warte kurz. Ich habe mich verfahren. Dankeschön. Hey Mia, willkommen im Club. Ich habe das auch ganz gut hier mit der... Ja.
mit der Navigationsschwäche. Seid ihr verwandt? Lustig, kann das sein? Weiß ich nicht, nein. So bislang glaube ich nicht. Also ich habe jetzt für Waldfee mal das Bett wieder auf Flugbett umgetauft und du kannst joinen. Jo. Okay. Oh, es lag gerade ein bisschen. Ich sehe es gerade. Ja, leck. Ja. Weil ich kann den keinen Narkotics drücken, das hat ja schon jemand getan. Das ist ja leck vorbei. Okay, aber wie gesagt, das sind... Ja, meistens drückt man ja nur 5 oder so. Das reicht ja eigentlich schon. Ja, ich glaube schon. Also, müssen wir mal schauen. Was hat der denn für ein Torpor? Wir drücken recht gern mehr Narkotics. Ja, solange wir Stimulant. Oder auch Stimulant. Ja, genau. Klar. Warum nicht? Kann man ja alles tun. So, vom Punkt her ist er jetzt gerade so weit unten. Nee, ist er nicht. Ich stack mal ihn kurz. Jetzt haut er ab hier. Ah. So. Hab dich. Ja, gut. Ich schau mal, weil so weit ist er glaube ich noch nicht. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen. Also, ich mach das immer so: solange es beim S ist, ist alles gut. Hinterm S ist nicht gut. Okay. Ja, also, das ist so nach, geile also ist jeder, unique, geile ja, jeder, ja. Jeder Design, ne, also ich mach das eigentlich immer so, ne. Also Como ist eher so dieser Typ, der schnappt sich dann seinen Rechner und kalkuliert ganz genau, dass bloß kein Tropfen Narkotik zu viel reingekloppt wird. Ja. Und weil ich hab, was hab ich letzt, ja, was hab, genau, den Gallimimus, der genau. Hatte noch, ich glaube 12 Torpor, als er fertig getamed war. Ja, genau, das sagtest du mir. 12 Torpor. Habt ihr ihn dann runterhungern lassen jetzt? Das war da war ich nein, jetzt nein, dabei. Nein, okay. Nein. Direkt also, Futter rein, Narcotics und dann. Ich lasse ihn mal runterhungern, deswegen. Ja, das Runterhungern ist teilweise eigentlich gar nicht so verkehrt, weil. Ja. Weißt du? Das... Aber behalten die dann auch den kriegen die dann auch noch so viele? Ja. Level die auch so, genau, das meine ja. Ich. Ja. Ich glaube schon. Ja, ja, wenn nicht sogar mehr. Okay. Ich glaube, also, ich hab jetzt ein echtes Problem hier. Ich glaube, ich habe immer die Scheiße. Hälfte. Immer die Hälfte ist immer das Beste. Wo bist du? Genau. Ich hab 2 Dimorpho, nee, 4 Dimorphodons am Arsch. Die habe ich wo irgendwie bist so ein bisschen. Kannst du herkommen? Komm zum Spino. Ja, warte, ein bisschen Primate wäre nicht schlecht, wenn ihr noch farmen könntet. Ja, wollte ich jetzt gerade. Ich habe hier 2 Paraceratheria. Aus dem Demo bekommst du das aber nicht, lustig. Aber nee, die habe ich versehentlich angepickt und das sind ja so. Also, wenn wir jetzt einen Giga getamed hätten, da bräuchten wir auf jeden Fall eine Menge Primate, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Für einen Giga ist das. Aber wir würden denn, wenn wir jetzt eventuell gleich noch einen Giga tamen würden, da müssen wir da auf jeden Fall mehr als die Hälfte runterhungern lassen und dann erst Primate geben. Also diese Dimorphodons, die sind echt... Ja, komm her, da kann ich dir helfen. Ja, ich bin schon im Anflug. Ich bin im Anflug. Will ich nicht. Wie läuft's denn so mit Mias Titanic? Ja, geil. Ja, die Titanic... Da kommt, ist die Mia überhaupt noch da? Eisberg nicht gefunden. Ey, sag mal, der Ketzer, der ist wirklich krank, ne? Also ich achte ein bisschen auf jeden Fall auf den Spino, also ist kein Problem. Ja, sehr schön. Also der Ketzer ist wirklich krank, ne? Der greift einmal so richtig mit seinem Riesenschnabel in die Menge von Morphodons und Oh, du hast dein Schiff auf die falsche Seite gefahren, ja? Jetzt bewegt sie sich kein Stück mehr, oder wie? Oh. So, Waldfee hat nichts zum Anziehen. Ja. Ich bin nicht mehr länger da. Das ist immer blöd, wenn die Angestellten vor dem Chef auf Arbeit sind, ne? Ja, der, mein Mod, der liebt App, lässt euch schön grüßen. Vielen, vielen Dank. Ja, Grüße zurück. Ich hoffe, dass das gehört, die Würfel. Habt ihr eigentlich die Klamotten hier von Waldfee hier gelassen? Die müssen doch hier irgendwo noch liegen. Ja, wo ist denn Eno? Du bist doch hier kaputt gegangen gerade. War das? Ich weiß nicht, wo er runtergefallen ist. Das ist gerade. Na, bei M. Spino, der hat mich gefressen. Habt ihr beide erlegt? Hab ich das gewesen sein. Toll, da haben wir nicht dran gedacht, die Klamotten. Ja, aber warte mal, so lange. Also eine Viertelstunde dauert das, glaube ich. Oder ist es hier sogar noch ein bisschen höher gestellt, Como? Gute Frage. Gute Frage. Was haben wir hier eingestellt? Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich
Ich suche dich gerade irgendwie. Ich glaube, es ist doppelt hier eingestellt. Doppelt, das heißt, 30 Stunde, Minuten müsste das sein. Ja. Also die halbe Stunde ist noch nicht vorbei. Nee. So, ich habe mich jetzt schon mal in die Basis geschlichen hier. Obwohl alle Tore zu sind. Wie hast du das denn gemacht? Bist von hinten gekommen, ja, ne? Von hinten durchs Wasser. Ja, von hinten durchs Wasser. Sehr schön. Kannst aber nirgendwo ran, ne? Doch, ich kann mir Möhrchen klauen. Ah, ich kann mir Möhrchen klauen. Tu mir mal die Möhrchen. Hab ich Möhrchen. Nimm mal lieber die Möhrchen. Tu mal lieber die Möhrchen. Thron habe ich jetzt auch, also sterbe ich schon mal nicht. Ey, sag mal. War das eher hier hinten, Waldfee? Unten? Ich weiß nicht, ich bin ja auch gerade am Rumlaufen. Okay, Unik hat glaube ich gerade alles im Griff mit dem Spino. Richtig? Jupp, ich pass auf. Alles gut. Gut. Ciao, Socke. Ja, bis dann. Aber ein bisschen Primate. Ciao. Bisschen Primate wäre nicht schlecht. Ja, Primate, wie gesagt, da vorne waren gerade die Paraceratheriums. Ich versuche gerade hier. Weil Fleisch bringt überhaupt nichts. Primate ist besser. Ja, das. Ich versuche gerade hier mit Waldfee noch irgendwie seine Klamotten zu finden. Das läuft für die ganze Zeit. Ich hatte nur Leder an, aber haben die um die Darts sind immer schade. Taming-Zeit, wie ist denn hier eingestellt? Die ist doppelt, meine ich, ne? Ich schau doppelt? Mal, ich also glaube dreifach. Viermal. Dreifach, also dreimal. Oder sechsmal. Ich schaue eben. Das ist das Einfachste. Wäre gut, wenn das vielleicht in den Server-Infos stehen würde, dann wäre das ganz cool. So. Ja, das müssen wir nochmal eintragen. Sehr gute Spamming-Zeit, was ja. Und hier auch, was du halt eben rausholst. Ja, die meisten haben das dreifach direkt stehen. So. Dreifach. Okay, dreifach. Okay. Dreifach, okay. Ja, Harvest XP sollte schon drin stehen. Ja, genau, das machen wir auch. Das kommt noch. Beim nächsten Server-Neustart. Sieht das aus mit der Brutzeit und sowas? Also. Die ist auch leicht erhöht, ne? Okay. Ja, weil ich würde euch demnächst, wenn ihr da Airconditioner stehen habt, dann würde ich euch einen Quetzel zähmen. Also beziehungsweise ausbrüten, da hab ich voll Lust drauf. Also ich besorge das erstmal hier ein bisschen. Ja, ich bin ja auch im Tower. Oh, ich hab mal 17 Prime habe ich mal mitgebracht. Altfee, also ich habe hab nichts mehr gefunden von dir. Krass. Ich also nicht selber nicht finden. Breeding-Zeit ist alles noch auf 1, da habe ich noch nichts dran geändert. Aber das kann ich mal ändern. Oh, Skorpione, nein. Ja, Skorpione sind auch immer lästig. Lästige Gesellen. So, wir haben noch ein bisschen Prime. Hier, Unique, ist ein Vogel drin. Was? Ein Vogel ist Prime bei mir. Kannst du rausholen. Wo bist du gerade? Ich. Ja. Da, ach, genau. Okay. Ich habe die Ausbrühzeit und die Erwachsenwertgeschwindigkeit mal fünffach gemacht. Okay. Ist dann ab dem nächsten Neustart. Alles klar, das hört sich gut an. Hast du auch Cross reingemacht und Third Person? Das habe ich auch schon drin. Ja. Sehr schön. Dann freut das Elinia ist sich auch ab dem nächsten Neustart. Da kommt X rein. So müsste das eigentlich abgehen. Brauchst du noch Prime oder reicht das? Ich habe hier nämlich noch einen Bronco. Nein! Also momentan, jetzt gerade, würde das reichen. Okay. Ja, das müsste jetzt auch reichen. Also von der Zeit her hält es auch lang. Ey, hier ist so ein kleiner. Die Spawnzeit von Leichen war einfach noch, also Viertelstunde. Okay, ja, dann ist es so. Habe ich auch mal verdreifacht für nächstes. Aber er kriegt jetzt leider nur plus 7 Level drauf, ja. Also das ist schon. Hat er gerade irgendwas auf die Mütze gekriegt? Effizienz von 80,9, das ist auch gerade. Der hat irgendwie auf die Fresse bekommen so. Das kann vielleicht weiß sein nicht. Mit dem Bronto gerade eben oben. Oder war, hat er zu Anfang nur Fleisch gekriegt? Nee, der hat Light Prime gehabt. Er hat Light Prime? Doch, er hat Fleisch drin gehabt. Ja, das Fleisch wenn er erst Fleisch kriegt, das zieht Prime dran. Gehabt. Der hat Light Prime gehabt, weil ich, bevor ich da was reingepackt habe, habe ich unten den T-Rex, den ich vorher geschnetzelt hatte, noch klein gemacht.
Also der hat von Anfang an Prime gehabt. Komo, soll ich dir irgendwas aus den Schränken holen?